Was sind die Must-Have-Upgrades für einen Voron Zero? Das habe ich mich in den letzten Wochen auch gefragt und ich habe hier meine Harley Quinn Stück für Stück natürlich im Laufe des Baus und natürlich auch danach nochmal angefangen abzugraden und ich möchte euch gerne in diesem Video einfach mal zeigen, was ich an dem Drucker modifiziert habe und wo ihr die ganzen Teile herbekommt und was es vor allen Dingen gebracht hat. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von mekorama.de. Beginnen wir erstmal mit den ganz kleinen Upgrades, die jeder quasi machen kann für kleines Geld. Und das erste, was ich gemacht habe, war, als ich gemerkt habe, dass hier diese ganzen Plexiglasplatten ziemlich rappeln, wenn der Drucker sich bewegt. Ich habe wie beim Voron 2.2 diese Samtstreifen hier aufgeklebt, die sind selbstklebend. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung, kann ich euch nur empfehlen. Das reduziert den Geräuschpegel schon mal ordentlich. Das zweite Upgrade, was ich eingebaut habe, war ein Reverse-Bauen. Das seht ihr hier hinten, das ist quasi nochmal eine Filamenthalterung, nur in klein und da kann man quasi die PTFE-Tube, also den Schlauch entsprechend, den PTFE-Schlauch reinstecken. Das heißt, der rutscht nicht immer wieder unten raus oder verzieht sich oder sonst was in der Richtung, wenn das Filament rein oder rausgezogen wird. Das war schon eine große Erleichterung, weil ich sonst immer das Problem hatte, dass sich das Ganze irgendwie ein bisschen, naja, verknuddelt hat oder selbst stranguliert hat. Das war dann schon ein bisschen unangenehm und das hat es gelöst. Es war ein Druck von 10, 20 Minuten und das hat das Problem wunderbar gelöst. Das nächste Upgrade habe ich bestellt, als ich den Drucker noch gebaut habe, und zwar das Kirigami Bed Mount. Und das Kirigami Bed Mount ersetzt das Originale, die originale Betthalterung und sorgt dafür, dass das ganze Druckbett nochmal ein Stück stabiler ist. Das heißt also, ich habe die Erfahrung gemacht und auch andere haben es mir berichtet, dass das Druckbett quasi nach jedem Druck fast schon neu gelevelt werden muss. Gerade durch die gedruckten ABS-Teile hat es sich dann bei, wenn man ABS druckt, entsprechend relativ schnell verzogen. Und ja, der Voron Zero wird innen drin sehr, sehr schnell, sehr, sehr warm. Anders als beim Prusser oder auch beim Voron 2.2, der da hinten gerade zerlegt steht, den ich gerade upgrade. Und da muss ich sagen, da ist unheimlich schnell sehr viel Wärme hier drin, schnell 40, 45, 50 Grad, die hier im Bauraum entstehen. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass sich mit der Zeit das Druckbett so langsam aber sicher absetzt. Es ist nicht stark, aber wenn man bei jedem Druck nachleveln muss, nervt es irgendwann und da hilft diese Edelstahlhalterung, die ein bisschen eloxiert ist, die gibt es auch mittlerweile richtig günstig und auch in verschiedenen Farben, die kriegt ihr teilweise mit den Kits von LDO und sowas mitgeliefert, kann ich euch nur empfehlen, ist auf jeden Fall Upgrade wert. Und wir machen weiter mit dem nächsten Upgrade, was nämlich mit dem 0.1 gekommen ist, glaube ich, beziehungsweise mit dem 0.2 spätestens, das Top-Hat. Und das Top-Hat, ja, ich weiß, es gibt ein bisschen, naja, so eine Kontroverse drüber. Hera zum Beispiel aus den Livestreams findet es nicht so toll, weil es halt optisch nicht so schön passt, das stimmt. Aber technisch gesehen und mechanisch gesehen ist es natürlich viel einfacher, das Ding einfach hochzuklappen. Ich weiß, für das originale Top-Hat, was man sich selbst druckt, gibt es auch so eine Scharnierfunktion, die man mittlerweile nachrüsten kann. Aber ich fand das hier halt wesentlich eleganter, vor allen Dingen, weil ich hier nochmal ein bisschen mehr Platz drin habe, um dann einfach, was weiß ich, da oben den Druckkopf drin zu bewegen. Das ist wesentlich entspannter und es ist deutlich einfacher zu sagen, okay, ich klappe das Ganze nach hinten, mache hier vorne auf und ich habe hier komplett den Zugang zur Gantry quasi, um dann am Druckkopf oder was weiß ich wo dran zu schrauben. Das erleichtert das Ganze schon ungemein und kann ich jedem nur empfehlen, das gleich beim Bau mitzubestellen. Die Druckteile brauchen natürlich auch nicht so viel ABS, wenn man das drucken möchte. Es sind nicht so große Teile, die man drucken muss, sondern sehr, sehr viele kleine Teile, die man drucken kann. Und das ist natürlich auch wieder ein Kriterium, da bei den großen Teilen bei vielen schon das Problem auftaucht, dass die Teile warpen. Ist das, glaube ich, schon die sinnvollere Variante und kostentechnisch sind die, glaube ich, sogar fast gleich auf. Dann habe ich ein Upgrade eingebaut, was wir im letzten Livestream quasi verbaut haben und das ist das Nevermore Micro. Und das kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, der in dem Drucker ABS druckt. Wenn ihr nur PLA druckt, okay, kann man sich's überlegen. Aber wenn ihr anfangt ABS, PETG oder irgendwelche anderen fancy Materialien zu drucken, die ausdünsten und die Gerüche produzieren, kann ich euch nur empfehlen, baut euch das Nevermore Micro ein oder irgendeinen anderen Filter. Da gibt es mittlerweile mehrere Systeme online. Ich packe euch mal einen Link zu ein paar von diesen Systemen unten rein. Da gibt es welche mit HEPA-Filter und allem drum und dran. Ich habe mich jetzt hier für das Nevermore Micro entschieden. Das heißt also, ich habe hier oben eine abnehmbare Kartusche, wo ich dann, naja, hier oben Aktivkohle-Pellets drin habe. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtigen Pellets bestellt. Ich glaube, die müssen entsprechend in Säure entsprechend behandelt worden sein, damit das ganze Teil nicht dazu führt,
dass eure Schrauben, Linearschienen oder Metallteile, die da drin sind, anfangen zu rosten. Ja, das ist echt ein Problem. Das sieht nicht schön aus, deswegen achtet drauf, dass ihr da auf jeden Fall das Richtige verwendet. Ich habe dafür die Aktivkohle von Nevermore verwendet. Kann ich euch nur empfehlen, gibt es bei jedem Händler, wo ihr auch die Bauteile bestellen könnt, auch mittlerweile zu kaufen. Und das ist schon wirklich sinnvoll, das Teil macht auch nicht viel Krach. Und damit das Ganze auch nicht auf der Rückseite an dem Plexiglas rappelt, habe ich hier nochmal so ein paar Samtstreifen entsprechend draufgepackt, damit das quasi entkoppelt ist von der Plexiglasscheibe, die da hinten dran ist. Dann kann man nochmal, das ist auch was, was ich direkt am Anfang eingebaut habe, LED-Streifen einbauen, damit der Druckbereich quasi beleuchtet ist. Und ich habe jetzt hier ganz normale LED-Streifen erstmal bei Amazon bestellt. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Die sind ultra hell. Das sind sozusagen Tageslichtstreifen. Die sind wirklich ordentlich und waren noch einfach zu verbauen. Alternativ dazu könnt ihr natürlich solche Daylight Matchsticks besorgen. Da packe ich euch auch mal ein, zwei Links unten in die Videobeschreibung, dass ihr euch dort quasi die Teile besorgen könnt. Das sind quasi einfach nur Halbleiterplatinen, wo LEDs aufgelötet sind mit jeweils zwei Ösen an den Enden, damit ihr das Ganze irgendwo festschrauben könnt. Und ich sage euch auch, das Mount hier ist nicht aller Tage arm. Das habe ich jetzt verbaut für diesen Drucker. Das bleibt auch erstmal dran. Das gefällt mir soweit. Da gibt es natürlich zig andere Varianten, wie ihr LED-Streifen entsprechend montieren könnt. Da müsst ihr die Variante aussuchen, die euch am besten gefällt. Mir hat die jetzt entsprechend erstmal zugesagt und das war auch die, die am leichtesten zu montieren war, weil ich einfach nur hier oben dieses Aluprofil habe müssen entfernen und nicht irgendwo hier unten nochmal habe müssen, das den ganzen Rahmen aufschrauben, um dann noch ein paar Schrauben nachträglich einzurüsten. Das war also hier wesentlich einfacher vom Zugang her, deswegen habe ich mich dafür entschieden, auch wenn die mechanisch gesehen nicht so stabil sind wie vielleicht die ein oder andere, weil wenn man da oben immer relativ schnell drankommt, ja, wenn man irgendwo was am Druckkopf am Schrauben ist, kann es sein, dass die brechen, aber die sind schnell gedruckt, dann kann man das wieder austauschen. Und dann gibt es nochmal, last but not least, zwei Upgrades, die mir so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und zwar das eine ist ein Clipper Expander. Denn der Clipper Expander ist ein kleines Board, ein kleines PCB, eine Halbleiterplatine, die ihr mittlerweile recht günstig bekommt. Ich habe jetzt bei AliExpress 4 Stück für $28 inklusive Versand bezahlt. Und damit könnt ihr Funktionalitäten für den Drucker quasi erweitern. Das heißt also, euer Board, bei mir ist jetzt hier das Pico verbaut, da könnt ihr natürlich dann noch mal weitere Anschlüsse einbauen, die über ein MOSFET gesteuert sind. Und das ist das Interessante, dass ihr sagen könnt, okay, ihr könnt später über der Clipper-Oberfläche, wenn ihr das Ganze eingerichtet habt, entsprechend bei mir jetzt in Mainsail, könnt ihr das Ganze über Schieberegler oder über Collarpicker oder was weiß ich auch immer die Werte festlegen oder aber auch entsprechend über den Start-G-Code oder über die Makros entsprechend steuern. Das finde ich sehr cool, weil man dadurch dann entsprechend, ich glaube, bis zu 4 MOSFETs, also 4 Lüfter nochmal oder 4 Zubehörteile nochmal anschließen kann, die man steuern kann von, naja, 0 bis 100% entsprechend. Das habe ich hier oben mit den LEDs gemacht. Das heißt, die kann ich rauf und runter fahren, gerade wie ich lustig bin. Ich kann dir aber auch sagen, okay, erst wenn der Druck startet, schalte ich die ein, weil ansonsten ziehen sie zu viel Strom und werden zu schnell warm, heizen den Bauraum auf, etc. etc. Man kann aber auch das Nevermore dran anschließen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und man kann natürlich noch andere Sachen anschließen, wie zum Beispiel mal Neopixel. Das bedeutet, ich habe hier vorne an meinem Drucker die Schürze für den Stealth Skirt entsprechend so angepasst, dass ich hier Glasfaser einlassen konnte. Und dieses Glasfaser habe ich mit einer LED-Matrix dann entsprechend, naja, mit Licht versorgt. Und das Licht kann ich steuern, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Das heißt, wenn der Drucker startet oder Drucker gerade was druckt, werden die orange, damit ich weiß, okay, das ist gerade was im Prozess. Oder wenn der Drucker fertig ist, werden die grün. Und wenn er dann entsprechend die Temperatur wieder von der Kammer wieder unter ein gewisses Level gefallen ist, das Druckbett wieder kalt ist, dann wird das Ganze wieder hier schön blau. Das kann man alles über die Makros einstellen. Da zeige ich euch mal gerade, da blende ich euch mal gerade ein bisschen Bildmaterial ein, wie das Ganze dann ungefähr aussieht. Meinen Patreonen habe ich die ganzen Makros bereitgestellt, da werde ich auch die ganzen Updates, die ich jetzt noch hinzufüge für diesen Drucker entsprechend, die ich wirklich getestet habe und die auch funktionieren, werde ich da nochmal regelmäßig hinzufügen. Und darüber kann man natürlich einiges steuern. Natürlich auch, wenn zum Beispiel der Print abgebrochen wird oder so in Richtung oder ein Fehler existiert,
dass dann entsprechend die Leuchte rot leuchtet. Das heißt also, wenn ihr den Clipper mit Octo Everywhere entsprechend in Kombination habt und Octo Everywhere den Druck abbricht, weil er über die Kamera, die im Drucker verbaut ist, dann natürlich den Druck abbricht und merkt, okay, da ist irgendwo so ein Spaghetti-Issue oder sowas entsprechend zu sehen, dann kann der Drucker natürlich auch das Ganze optisch anzeigen, indem er sagt, okay, das Licht ändere ich jetzt mal auf rot. Und das ist natürlich schon mal, dass man das auf den ersten Blick sieht, ziemlich genial. Das ist auch der Grund, warum ich das Display eingebaut habe, damit ich nicht jedes Mal in den Computer rennen muss, um zu gucken, ey, wie weit ist der, sondern einfach einen Blick auf das Display werfen kann und weiß, okay, da ist der Drucker momentan und er braucht noch ungefähr so lange, bis er fertig ist. Das ist natürlich nur möglich, weil ich den Clipper Expander verbaut habe und für den Clipper Expander habe ich nochmal ein kleines Extra für euch. Nämlich bei dem nächsten Voron Zero, bei dem 0.2, habe ich hier hinten, wie ihr sehen könnt, ein Kabelkanal verbaut, der mir deutlich stabiler aussieht als die kleinen Kabelkanäle, die ich auf Voron Mods gefunden habe. Das hier findet ihr auf Printables, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da kommt hier nochmal eine Abdeckung drauf und dann könnt ihr auf der Abdeckung den Clipper Expander montieren. Das heißt, ihr habt hier rechts den Pi, da habt ihr den Pico und hier in der Mitte auf der Abdeckung habt ihr den Clipper Expander. Das ist super kompakt, super clean. Ihr könnt die ganzen Kabel hier im Kabelkanal verstecken. Das gefällt mir wirklich gut. Und dann habt ihr auch hier unten entsprechend, da wo ich jetzt momentan meinen Clipper Expander verbaut habe, deutlich weniger Kabelchaos. Ich überlege mir jetzt, ob ich so eine Variante entsprechend davon nochmal angepasst für den Bauraum hier unten nochmal drucken werde, damit ich dann hier unten auch nochmal das ganze Kabelchaos ein bisschen angepasst bekomme und das sauberer wird. Und jetzt gibt es nochmal last but not least, das habt ihr schon gesehen hier im letzten Video über den Voron Zero V02. Da habe ich den Shark Fin Extruder, der quasi ein Derivat von dem Sherpa Extruder ist. Und auf der Rückseite habe ich ein Pico Bellical Board. Das ist ein Board, wo hier hinten quasi dann so eine Halbleiterplatine hinkommt, die dann diesen einen Kabelstrang, also von dem Extruder Breakout Board, was hier hinten verbaut ist, entgegennimmt und wo dann die ganzen Kabel quasi hier an den Raspberry Pi oder an das MCU entsprechend verteilt wird, damit das Ganze funktioniert. Hier ist jetzt gerade noch ein bisschen Kabelchaos, weil ich noch nicht alle Kabel angeklemmt habe, aber das kann ich jedem nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie zu den Dateien vom Shark Fin Extruder, damit ihr euch das Ganze auch selbst nachbauen könnt. Und hier nochmal zum Schluss, das ist das Kirigami Bed Mount, was ich in Rot bestellt habe, natürlich passend zu dem roten, schwarzen und, nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Das müsst ihr entsprechend in den nächsten Videos, wenn der Drucker fertig ist, oder in den nächsten Livestreams entsprechend euch anschauen, was für eine Akzentfarbe ich noch mit einbaue. Nicht nur das Rot, sondern da kommt noch eine andere Farbe mit dazu. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBWay, die das alles überhaupt erst möglich machen. Auch den Druckkopf, den haben die gesponsert. Vielen lieben Dank natürlich auch an meine Patreonen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr die Videos von Voron 0.2 nicht verpasst. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.